Holz ist der älteste Brennstoff der Menschheit. Seit Hunderttausenden von Jahren spendet er uns Wärme. Holz als nachwachsender Rohstoff hat viele Eigenschaften, die heute mehr denn je aktuell sind. Und mit einer modernen Holzheizung wird das Heizen mit Holz ebenso komfortabel wie mit allen anderen modernen Heizungstechnologien. Kein Wunder also, dass auch heute in vielen modernisierten und neu gebauten Häusern mit Holz geheizt wird. Für die zentrale Wärmeversorgung besonders gut geeignet sind Pelletkessel. Diese werden zusammen mit einem Vorratsbehälter für die Holzpellets im Gebäude installiert. Kombiniert wird der Kessel, so wie bei immer mehr Modernisierungen, mit einer Solarthermieanlage, die mit ihren Kollektoren auf dem Dach die Sonnenstrahlen nutzt, um das Trinkwasser zu erwärmen. Die erzeugte Wärme wird nicht direkt verwendet, sondern zunächst in zwei Speichern bevorratet. Von dort kann sie bei Bedarf abgerufen werden. Der Trinkwarmwasserspeicher kann von beiden Anlagen beheizt werden, der Pufferspeicher nur vom Pelletkessel. Alternativ kann auch ein einzelner Kombispeicher eingesetzt werden. Die kalte Solarflüssigkeit wird von der Solaranlage mit einer Pumpe aus dem Keller zu den Kollektoren auf dem Dach befördert. Dort wird sie durch die Sonne erwärmt. Danach fließt sie in den Keller zurück und erwärmt den Trinkwarmwasserspeicher. Die Bewohner haben jetzt warmes Trinkwasser auf Abruf bereit. Der Speicher hält die Temperatur über viele Stunden. So kann man auch noch am nächsten Morgen eine warme Dusche mit dem Sonnenschein vom Vortag genießen. Während der Sommermonate rentiert sich die Solarthermie besonders. Solange genügend Sonnenenergie zur Verfügung steht und nur Trinkwasser erwärmt werden muss, kann der Kessel ausbleiben. Wenn der Sommer vorüber ist, reicht irgendwann die Sonneneinstrahlung nicht mehr aus, um das Trinkwasser auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Kein Problem, denn es gibt ja noch den Pelletkessel. Das von ihm aufgeheizte Wasser wird zum Trinkwarmwasserspeicher geleitet. Dort fließt es durch einen Wärmetauscher, gibt die Wärme an das gespeicherte Trinkwasser ab und fließt wieder zurück. Der Pelletkessel sorgt aber nicht nur für eine lückenlose Versorgung mit warmem Wasser, sondern auch für angenehm warme Räume in der kalten Jahreszeit. Dazu heizt er zunächst den Pufferspeicher auf. Dieser Speicher hat die Aufgabe, die Wärmeenergie so lange bereitzuhalten, bis sie gebraucht wird. Sollen die Räume geheizt werden, befördern die Umwälzpumpen das heiße Heizungswasser zu den Heizkörpern und Fußbodenheizungen. Effiziente Pumpen, Ventile und Armaturen schicken dabei nur so viel Wärme zu den Räumen, wie dort auch benötigt wird. Mit moderner Steuerungstechnik arbeitet das System weitestgehend automatisch. Die Bewohner geben die gewünschte Temperatur vor und die Technik macht den Rest. Mit diesem modernen Heizungssystem sind die laufenden Kosten im Vergleich zu einer unsanierten Heizungsanlage deutlich niedriger. Das investierte Geld ist also gut angelegt. Wollen Sie noch mehr über das Heizen mit Holz erfahren oder sich zu weiteren Modernisierungsmöglichkeiten informieren? Dann besuchen Sie die Webseite des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie www.bdh-köln.de.